Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Train Simulator 2017 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Wir sind unterwegs auf der KBS 250 nach Leipzig von Berlin aus. Und wir fahren in der Baureihe 111 von Virtual Railroads im Lufthansa Airport Express Design. Und ja, sind schon gut unterwegs hier. Sind schon fast eine Stunde unterwegs, um genau zu sein. Und die Reise nimmt kein Ende. Nein, es ist tatsächlich ein längeres Szenario. 90 Minuten soll es dauern. Wir dürfen eigentlich hier 200 fahren auf der Strecke, aber sowohl die Lok als auch die Wagen, wenn man hier unten sieht, Moment, geht das jetzt auf. Da sieht man es. 160. Kann ich gleich nochmal im Bahnhof zeigen, weil da sieht man einiges eigentlich. Ich kann nicht alles, ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht ganz auf dem Stand, also ich kann das jetzt nicht einfach mal so alles ablesen, aber ein paar elementare Sachen kann ich doch ablesen. Und vielleicht demnächst auch mal ein bisschen mehr. So, müssen wir in Zörnig halten? Wäre ganz gut zu wissen. Lutherstadt. Wittenberg. In. Achso, in Zörnig müssen wir nur drüber fahren. Fahren ein wenig zu schnell. Das ist nicht mehr im Toleranzbereich. Das geht auch bergab, ne? Na, lass mal einfach rollen. Ich weiß leider echt nicht, wo das Horn ist. Das stört mich so ein bisschen. So, Zörnigal. Oder Zörnigal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall standen da wenigstens die Leute weit genug von der Bahnsteigkante entfernt, weil das ist wichtig. Ich fahre immer in 149 nur noch. Was? Leistung. Wir brauchen Leistung. So, komm schon. Bisschen schneller. Mit der Geschwindigkeit halten habe ich noch nicht so ganz drauf. Aber das kommt noch. Vielleicht dürfen wir auch nur noch 160 fahren. Sollen wir uns auch mal drauf einstellen. Jetzt habe ich wieder nämlich zu viel aufgeschaltet. Es ist halt eine ältere Lok und da kann man nicht einfach mal kurz Gas geben und sofort hat man das, sondern muss halt erst hochschalten. Ach, da haben wir auch schon Lutherstadt. Können wir auch langsam mal eine ganz sanfte Bremsung einleiten. Huch. Und da hinten macht jemand eine Ansage. Ist das? Ansage 5. So, sorry, jetzt muss gerade mal kurz Lutherstadt-Wittenberg geladen werden. Boah, schön mit der Kurvenüberhöhung. Es ist eine schöne Strecke. Ohne Zweifel, es ist eine schöne Strecke. Okay, das ist jetzt zugegebenermaßen eine sehr sanfte Bremsung. Mit 60 in den Bahnhof einfahren, das ist schon gut. Aber da hätte ich auch wesentlich später bremsen können eigentlich. Und auch länger die 60 halten eigentlich. Haben wir auch gefühlt Kilometer. Oh, ER5 nach Rostock.
So, Türen auf. Und dann kann ich mal ganz kurz zeigen, was ich... Oder woran ich sehe, dass ein Wagen nur 160 fahren darf. Also hier sieht man zum Beispiel bei der Lok. Sieht man das jetzt nicht, aber hier... Oh, da wäre was kaputt. Aber sowas von. Wenn das an der Bahnsteigkante entlang kratzt, kannst du die Federung vergessen. Ne, hier Knorr, Einheitsbremse und den Rest kann ich jetzt gerade nicht. GPR weiß ich nicht, was das ist. Und EMZ weiß ich auch nicht, was das ist. Aber eine Knorr-Einheitsbremse ist verbaut. So. Entschuldigung. Und hier sehen wir auf jeden Fall an der 160, dass der Zug 160 km/h fahren darf. WC, dass er ein WC hat. 19 Meter ist, glaube ich... was ist 19 Meter? Also 26,4 Meter ist, glaube ich, LÜP, also Länge über Puffer. Und 19 Meter ist das von Drehgestell zu Drehgestell. Könnte sehr gut sein. Ja, ich glaube, das ist von Drehgestell zu Drehgestell. Hier ist die Typenbezeichnung AVMZ. Wo ich jetzt auch nicht ganz genau weiß, was das ist. So. Achso, hier ist noch Bremsgewicht. In den verschiedenen Einstellungen, wobei hier gibt es keine. Hier gibt es nur die Einstellung Reisezug, Knorr-Einheitsbremse, GPR, weiß ich wieder nicht, was das ist. MG, Magnetschienenbremse. D für Deutschland? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß jetzt jemand ganz genau, also ich weiß, wo ich es nachlesen könnte, aber vielleicht weiß ja jemand in den Kommentaren, was das jetzt genau heißt hier. Aber das ist Knorr-Einheitsbremse, da bin ich mir ganz sicher. Finde ich sehr schön übrigens, wenn man sowas alles ablesen kann. Ja, hier kann man die Bremse einstellen, wie man sie eben braucht eigentlich. Das ist hier der Punkt, wo man... Moment. Ne, das ist nicht zum Anheben. Das zum Anheben, also wo man so einen Zug anheben kann, das sieht anders aus, das Symbol. Das habe ich hier jetzt auch noch nicht gesehen, oder ist das... Ne, hier kannst du ja keinen Zug anheben. Vielleicht sagt das, dass hier die Mitte vom Drehgestell ist. Das könnte natürlich auch sein. Faszinierend. Aber was ich noch faszinierend finde, Moment, da gehen wir kurz rein oder gucken wir kurz. Hier, das ist auch cool. Ich weiß, die Texturen sind jetzt etwas, ich sag mal, miserabel, aber wenn man von draußen reinguckt, sieht das wunderschön aus. Schließfächer. Schließfächer im Zug. Wunderschön. So, gehen wir noch nach hinten. Hier sieht man wunderschön die Schlussleuchten. Sieht das schön aus. Schöner Zug. Ich mag das Gelb irgendwie. Irgendwie finde ich das Gelb schön. Aber das finde ich nicht schön hier. Man sieht wirklich, der Zug wäre sowas von kaputt. Wenn er gegen so eine Bahnsteigkante fährt. Das zerreißt den. Naja. Aber da sieht man auch mal, wie schmal die Wagen im Verhältnis sind. Weil bei den Wagen geht das, glaube ich, vollkommen klar. Na, ist auch schon knapp, ist auch schon knapp. So, und jetzt können wir mal die Türen schließen. Das mache ich mal was ich eigentlich gerne mache. Total gerne sogar. Oh, ist das schön. Ist das schön, 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 schön. So, Abfahrt. Nicht zu viel Leistung, sonst fliegt mir der Hauptschalter hier um die Ohren, weil das ist halt Virtual Railroads, ist ein bisschen auf Realismus getrimmt halt, ne? Am Anfang der Fahrt ist mir auch erstmal der Fahrmotorenlüfter oder der Fahrmotor selber, nicht der Lüfter, der Fahrmotor ist überhitzt. Oder die Fahrmotoren. Ist auch nicht schön. Aber kann passieren. Muss man halt aufpassen. Habe ich den Fahrmotorenlüfter nicht eingeschaltet. Ich weiß nicht warum. Aber hier geht's aber bergauf. Nee, oder mal wieder flach. Gleich geht's wieder bergab. So sieht's aus. So, was ist jetzt Ansage 5? Passiert jetzt was?
Außer, dass wir schöne Kurvenüberhöhung haben. Boah, schön! Schön, oh, schön. Und jetzt über eine schöne Brücke fahren. Naja, okay, nicht die schönste. Wo gibt aber dennoch schön. So. Und dann beschleunigen wir mal wieder auf 160, die wir hier fahren dürfen. Oh, Kurvenüberhöhung ist sowas Tolles. Jetzt kommt auch noch die Sonne da ins Spiel. Oh, schön. An diesem wunderschönen Herbstmorgen. So, jetzt sollten wir aber wieder ein bisschen abbremsen. Weil wir fahren schon zu schnell. Pendeln wir das mal wieder langsam ein. Psst, Sifa, sei bitte leise. Benimm dich. Sei eine brave Sifa. Oder ein braver Sifa. Eigentlich ist Sifa ja ein Mann, aber für mich ist es immer eine Frau. Ich weiß nicht warum. Die Sifa. Dabei ist es der Sicherheitsfahrschalter eigentlich. Ich meine, die Sifa klingt einfach schön. Ja, da sieht man auch was sehr Essentielles. Und da kann man auch verstehen, oder da kann man gut zeigen, warum der Fahrdraht eigentlich immer so im Zickzack verläuft. Weil wenn er jetzt nur an einer Stelle wäre, dann würde der sich sowas von schnell in den Stromabnehmer reinbrennen, wirklich. Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert. Warum? Nee, keine Zwangsbremsung. Irgendwie haben wir auf einmal an Geschwindigkeit verloren. Irgendwas war da falsch. Ich weiß nicht, was es war. Es kann sein, dass wir zu schnell waren tatsächlich und dass dann mir die Leistung weggenommen wurde. Also für den Zug zu schnell, weil die Lok darf halt nur 160 und wenn man viel zu schnell fährt, dann meckert die, glaube ich, rum. Aber ich will es jetzt eigentlich nicht ausprobieren. Kann man wieder Kühe schubsen. Oh. Dieses Stellwerkhäuschen hat wohl auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Aber wer braucht heutzutage ein Stellwerkhäuschen? Genauso wie das Schrankenwärterhäuschen. Früher ja total in, aber heute wohnen da Bahnverrückte drin. Aha. Kam eine wunderschöne 189 uns entgegen, die ich da eingepflanzt habe in das Szenario, weil das Szenario habe ich ja selber umgestülpt. Sonst würden wir auch gerade eine 101 mit Intercity-Wagen fahren, aber das wäre ja langweilig, das haben wir schon oft gemacht. Außerdem würden wir dann wahrscheinlich keine PZB haben. So, ja, nächste Station ist dann auch schon Leipzig Hauptbahnhof. Allerdings, bis dahin sind es noch ein paar Kilometer, glaube ich. Kann man ganz kurz gucken, wie viele. Noch 58. Hui. Hui, hui, hui. Sind wir noch ein bisschen unterwegs. Ich meine vor allem, weil wir können ja jetzt nicht permanent mit 160 durchbrettern. Und da Leipzig auch... Leipzig, Leipzig, Leipzig... Ist es Leipzig? Leipzig ist ein Kopfbahnhof. Ja, Leipzig ist ein Kopfbahnhof. Man merkt, ich bin nicht ganz streckenkundig, aber Leipzig ist ein Kopfbahnhof, ja.
Und deswegen auch Einfahrt mit 30 und davor ist dementsprechend, weil es kein Durchgangsbahnhof ist, auch etwas Gleiswirrwarr und viele Weichen und so. Und das bedeutet unterm Strich, dass wir langsam einfahren. Und deswegen wird uns wahrscheinlich vorher schon von den 160 auf 120 und 100 und 80 runterbringen. Und dann letztlich auf 30. Nicht, dass wir einen Prellbock mitnehmen oder so, ne? Angst, dass die Lok gleich Krach macht, weil wir fahren 165, das ist zu schnell für Lok und Wagen. Wobei 5 km/h sollten noch drin sein. Generell wird ja alles nicht immer so ausgelegt, dass wenn man ein bisschen zu schnell fährt, dass dann alles auseinanderfällt. Das ist bei Weichen so, das ist überall so. Auf Schnellfahrtstrecken wird auch mit mehr Geschwindigkeit getestet, als dann letztlich gefahren wird. Einfach weil man muss ja noch so ein bisschen Toleranz haben. Das wäre ja blöd dann irgendwie. Passiert doch irgendwas und nur weil irgendwie einer 1 km/h zu schnell gefahren ist. Aber es ist halt nicht, es muss halt nicht sein. Ne? Hier ist auch schon wieder so ein Haus, was mal besseres. Oder vielleicht wird's renoviert. Vielleicht wird's renoviert. So, jetzt habe ich's. Ein schönes kleines Detail finde ich immer. Die Schilder, die man da gerade wieder gesehen hat, rechts, Halt für Rangierfahrten. Die Schilder habe ich jetzt ganz oft hier gesehen. Und bei anderen Strecken habe ich die tatsächlich noch nicht so oft gesehen. Also deswegen sind dann kleine Dinge, die es dann wieder aufwerten. Das ist schön. Auf der anderen Seite muss ich wieder betonen und deswegen bitte, wenn jemand gesehen hat oder wenn jemand bei sich keine fehlenden Bahnsteige gesehen hat, dann soll er sich bitte, oder wenn er will, kann er es mir kurz sagen, weil das wäre vielleicht auch für alle anderen interessant, weil dann ist es bei mir einfach nur ein Fehler gewesen. Weil bei mir haben manche Bahnsteige nicht geladen. Also wo man so durchgerauscht ist mit 160, so huch, da fehlte doch ein Bahnsteig. Ich meine gerade, dass die Hochspannungsleitungen in unserem Fahrrad hingen. Haben wir dadurch jetzt extra Power? Ich bezweifle es. So, hier sind aber alle Bahnsteige da und der läuft auch schön mit einem Fuß auf der weißen Linie. Aber da die weiße Linie so fett ist, ist das vollkommen akzeptabel. Hier auch diese schönen Schrebergärten neben der Bahntrasse. Hier, die Schilder meinte ich. Halt für Rangierfahrten. Wunderschön. Oh. Auch noch so eine alte Fabrikhalle mit so einem alten rostigen Kran. Schön. Die Landschaft gefällt mir. Also es ist so, und jetzt gerade auch herbstlich. Es ist sehr schön. Also zwar nicht alle Bäume, aber hier manche haben eben, es ist so Anfang Herbst. Wobei ich glaube, ich das Datum von gestern, weil ich gestern die Strecke bearbeitet habe, habe ich das Datum von gestern genommen halt für das ganze Szenario. So. So, wie lange noch? Ich mach's Pipi. Oi. Noch 44 Kilometer. Da sind wir also wirklich noch gut unterwegs. Psst. So, neben uns ist jetzt auch irgendwie so eine nicht elektrifizierte Güterzugstrecke. Gehe ich mal von aus.
wo irgendwer irgendwelche Wagen abgestellt hat. So, wir müssen mal wieder ein bisschen abbremsen. Weil wieder für den Zug zu schnell fahren. Da wieder Halt für Rangierfahrten. Sehr schön. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich immer noch darüber ärgere, quasi, dass scheinbar, also ich bin noch nicht mit der 101 hier über die Strecke gefahren, aber dass scheinbar die 101 für dieses Szenarien gewählt wurde, die keine PZB und LZB und sie fahrt. Und das ist doch peinlich, das ist doch dumm, das ist doch schade. Weil die Strecke hat das doch alles. Also LZB kann ich nicht sagen, weil ich gerade keine LZB im Zug habe. Aber, PZB und SIFA, klar funktionieren die. Und wenn die Strecke das kann, warum schickt ihr dann in solche Karriereszenarien Loks rein, die das nicht können? Das ist so schade und das finde ich immer so blöd, weil der Train Simulator kann auch das irgendwie ziemlich gut eigentlich. Schade. Es ist dann so ein kleines Eigentor, weil wenn man dann natürlich nicht weiß, wie man ein Szenario bearbeitet, was ich bis vor kurzem auch noch nicht wusste, also wie man eine Lok zum Beispiel einfach austauscht in einem Szenario. Auf jeden Fall, wenn man das nicht weiß, dann kann man das ja auch nicht mal eben ausprobieren, wenn man sowieso von DTG oder wen auch immer oder wer auch immer dann da gerade beteiligt ist, nur Karriereszenarien um die Ohren geschmissen kriegt, ne? Natürlich könnte man Quick Drive einfach machen. Aber da hat man ja wenig mit der PZB zu tun. Ah, das ist so schade. Das ist so schade. Naja, auf der anderen Seite ist es ja natürlich auch gut, weil die, ups, weil die Baureihe 101, die hat natürlich auch jeder, wirklich jeder. Das ist ja die deutsche Lok im Train Simulator. Naja, trotzdem schade. Wirklich schade. Naja, wir sind bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut durchgekommen. Und wir werden auch noch sehr, sehr gut durchkommen hier, die letzten 36 Kilometer. Aber das werden wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss, euer Zenges.